Jetzt machen wir mal noch eine kleine Aufklärungsrunde. Also, wenn man so einen Zug verlegt, der sollte natürlich hier oben, hier an dieser Stelle, sollte der gerade zu diesem Punkt gerade laufen und nicht so schräg. Weil wenn er so schräg läuft, dann schneidet der hier unten ein. Wie man sieht, hat er hier die Schraube schon gut eingeschnitten. Durch das ewige Ziehen, ich simuliere mal, ja, ist natürlich wie eine Säge. Da muss man drauf achten. Die richtige Stellung. Also schrauben wir das locker. Das ist ganz einfach oben. Einfach locker schrauben. Dann in diese Richtung. In dieser Position fixieren. Müssen wir natürlich wieder neu spannen. Aber das geht gerade noch so hin.